Beim letzten Mal habe ich mein Ziel einen guten Nacht-Sandmännchen gegeben. So. Die beiden sind am Schlafen. Hatten jetzt keine Ewigkeit gedauert. Hallo, mach deine Augen zu. Ja, stört bitte leise. Target down. Well done, 47. Now get off the property. So ist gut. Warte, wir müssen es noch realistisch machen, damit der Orson sich so denkt. Ah, Hilfe! Ja. Und ihre Titties. So ist gut. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hitman. Und heute geht's mal nach Miami in USA. Anscheinend auf so einer Rennstrecke, so sieht das anscheinend aus. Und ab geht's mit wieder ein Filmchen. Letztes Mal hatten wir ja keinen. Good afternoon, 47. Your destination is the annual Global Innovation Motor Race in Miami, Florida. After analyzing the data from Reynard's computer, the case is clear. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox, head of robotics developer Kronstadt Industries. A visionary inventor and technological innovator, Robert Knox has spearheaded Kronstadt Industries to the bleeding edge of technological development. His equally brilliant daughter, Sierra, is not only a financial wizard, but also a fiercely competitive race car driver with a fiery temper to match. Kronstadt enjoys enormous popularity with global consumers. However, few are aware that the company is also one of the world's leading suppliers of next-gen military tech. Last year, despotic ruler Jin Po employed prototype Kronstadt drones against peaceful civilian protesters in the now infamous Tungyan Valley incident. And although it has yet to be proven, there is little doubt that the Knoxes personally brokered the deal, making them complicit in a war crime. It is unclear why the Knoxes would betray their masters, but likely the fear of being next on the Shadow Client's hit list has pressured them to cut a deal with the enemy. Undoubtedly, with Kronstadt Industries on their side, the militia will increase their attacks tenfold. And so our contract obligates us to retire Robert and Sierra Knox and contain the damage they may inflict on Providence. I will leave you to prepare. Das klingt aber richtig spannend. Also wir sind auf so einer Rennstrecke. Leider keine Formel 1 Rennstrecke, das wäre natürlich richtig geil. Sondern so eine Art, ich nenne es mal Le Mans, nur halt in Miami. Und der gute Robert, der ist der Leitende von Kronstadt, so eine technologische Organisation. Und die sind aber auch nicht so geil, weil die an Kriegsverbrechen beteiligt sind, wegen Waffenbau und jegliches. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und die Sierra Knox ist die Tochter davon und die unterstützt, glaube ich, irgendwelche abtrünnigen Leute, die dann für... Also, ich habe irgendwie so verstanden, also die hat irgendwelche Leute und die führt sie zu dem Robot, damit die da mitarbeiten oder so. Könnt mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist, aber so in etwa habe ich es anscheinend verstanden. Wir machen es wie bei Hokkaido und zwar so, wie es eigentlich gedacht ist. Und zwar, dass hier alles gesperrt ist, was ja am Anfang so ist. Und wir nehmen dazu halt jetzt eine Schmuggelsache. Ich würde tatsächlich wieder ein Werkzeug nehmen. Aber keine elektronische Schlüsselkarte, sondern ein Dietrich. Ein guter Dietrich. Und dann gehen wir mal rein. Welcome to Miami, 47. The innovation race is on its last day and it is down to the wire. Thousands of eager fans are gathered for the final laps of this unexpectedly close race. Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car.
The Kronstadt RK Mark III has seen fierce competition from the Chinese Kowloon Heavy Industries' new racer. Moses Lee, CEO of Kowloon, has taken a dominant lead and looks invincible. Sierra Knox will need to risk it all if she wants to win for the third year in a row. The stakes are as high as they can get. Uiuiui, geht's hier ab. Auch meine Performance geht ab. Ich habe sie gerade bei der Sequenz gesehen. Jo, halt ein bisschen leicht geruckelt, aber gut. Hauptsache, ich kann es spielen. Uff, uff, gucken wir mal auf die Karte. Uff, 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 uff. Eieieiei, ist die groß. Gut, Rennstrecke. Da müsste ich ja eigentlich erfahren sein. Am besten, wir gehen zu unserem Schmuggelort erstmal hin und finden unseren Dietrich. Denn das, würde ich sagen, ist unser Anfangspunkt. Was haben wir hier? Ein Obdachloser? Das Maskergeld klauen. Ja, dankeschön. Nehme ich mal mit, so. Aber die Performance ist gar nicht mal so schlecht, als ich dachte. Okay. Da bin ich ein bisschen überrascht. Ja, geil, der hat eine Kamera um mich gesehen. Warte mal, der ist eine Brechstange. Die nehme ich mal kurz mit. Ja, scheiß auf die Kamera. So, hier haben wir das Schmuggelörtchen. Genau, da haben wir den Dietrich. Wir könnten zwar den Armeekocher mitnehmen, aber ich würde ihn jetzt erstmal da lassen. Und dann gucken wir uns erstmal um. Hier haben wir die Parking Security. Könnten wir mal einbrechen? Hätte ich einen Dietrich, aber man kann hier noch den Sicherungskasten abschalten und dann kommt da jemand und wir können uns eine Kleidung holen. Gut, hab mir eine Kleidung geholt, der schläft, und noch eine Schlüsselkarte gefunden. Können wir auch gleich die Beweise zerstören. So. Sind wir schon mal ein bisschen sicherer am Start. Dann gehen wir mal in den Bereich, wo auch die Zuschauer hin können. Gut, wir sind wieder back in den Renngeschehen. Hallo, moin, Kollege. Hier haben wir schon mal eins von diesen Supercars. Ich nenne sie halt Le Mans Cars, weil die sehr danach aussehen. Aber wir wollen ja mal gucken. Kommen wir mal hier rein. Ey, Brudi, ich will nur was gucken. Lass mir mal kurz hier durch. Kombination benutzen. Okay, die befragen gerade irgendjemand, der eine Bombe benutzt hat. Eventschlüssel, geil. Also, ist eigentlich gut, wenn ich mich jetzt hier mal umsehe, weil hier gibt es sehr, sehr viel zu finden. Ein Sprengstoff? Jo! Was für ein Verbrecher war er denn? Ich suche eigentlich nur diese komischen Kombinationen für das Schloss. Ist es hier? Ah ja, da ist es. So, könnten wir jetzt hier öffnen. Perfekt. Eine Autobombe? Wahrscheinlich kann ich Zeros Auto damit zerstören. Ich müsste mich dann wahrscheinlich als Renningenieur verkleiden. Ja, wollen wir mal gucken. Oh, hier ist eine Gelegenheit. Bei den ganzen Zuschauern. See that red car, 47? That's the Kronstadt race car with Sierra Knox behind the wheel. Yeah, I see it. Listen, Miller, I don't care about your problems, all right? I made it clear this morning that if things didn't change, I'd be off the Kronstadt team. Half an hour later, I have to listen to Knox berate my skills as a mechanic because the roll cage interferes with the radio signals from Sierra's suit. No more. When the time's up, done. Yes, I know you're a man short now, and no, I don't give a rat's ass about it. Yes, please.
double my salary for the entire week, and I'll come back in case Sierra decides to use that last pit stop. Mm-hmm. Well, if you decide otherwise, I'll be down by the paddock. Best of luck, Grace. Oh, will you look at that? One of the Kronstadt pit crew has quit the team in protest, and Grace Miller, the ballbuster chief mechanic, is in critical need of a replacement. Why don't you step in and offer your services, 47? You're good with a wrench. Oh, genau das, was ich vorher gesagt habe. Wir können jetzt einen Boxenstopp machen und dann wahrscheinlich irgendwie den Boxenstopp sabotieren. Ja, mit der guten alten Autobombe. Wir machen dann einen auf... Ich wollte irgendwie eine Anspielung an Form 1 machen, aber ich weiß nicht welche. Okay, ich hoffe, der Typ da hinten sieht mich nicht. Okay, alles super. Dann müssen wir erstmal zur Boxengasse. Okay, ich soll jetzt einen Druckluftschrauber suchen. Das ist halt der, den man dann fürs Reifenwechseln braucht. Na, ich kenne mich auch noch ein bisschen aus für Rennen fahren und so. Sorry, ich muss den mal kurz mitnehmen. Gut, wo ist denn hier die Renningenieurin? Ja? Suppose I am. Great, this is your lucky day. Do well and there's a bonus in it. Got it? Got it. All right, everyone, look alive and get to your stations. Sierra may come in for a last-minute pit stop, and I need you ready and able. You, rookie, get into position. Grab your preferred tool and be prepared. Today's your day to shine. Let's do this. Okay, letzter pit stop. Box, 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 Sierra. Box, box, box. Also ich könnte jetzt einen Fernsehen... Ich glaube, wir machen beides, also Fernsehen oder Rad lösen. Erstmal machen wir Rad lösen. Die gute alte Haas-Technik. Okay, was war mit der Audio los? Next up, Robert Knox. Da müsste jetzt eigentlich die rote Flagge kommen. Eieiei, Leute. Alter. Junge, Junge. Das war ja mal sowas von ein krasser Crash. Oh, hier direkt live übertragen. Aber wie gesagt, jetzt müsste eigentlich rote Flagge kommen. Gut, wir machen dasselbe jetzt nochmal, nur dass wir jetzt einen Sprengstoff anlegen, weil wir haben ja den Autobomben-Sprengstoff. Und da können wir den direkt mal benutzen. Also, let's go. Also, jetzt nehmen wir hier... Ja, jetzt nehmen wir hier Fernsehsprengsatz anbringen. Genau, die Autobombe. Sierra's coming in. Everyone on your stations, now! Ich muss mal sagen, das ist ganz anders als bei der Form 1. Die betanken sogar hier den Sprit. Ah, hier sieht keiner. Ja, alles super. Komm, weiterfahren. Perfekter Boxenstopp. Gut, Leute. Kann man irgendwo sehen, welcher Platz sie ist? Also irgendwo konnte ich es mal sehen. Oh ne, hier sind wieder die Massen. Ich habe ja jetzt den Sprengsatz, oder? Ja, hier. Könnte ich jetzt halt mir irgendwo eine Attrappe suchen und dann mir das angucken, wie sie in die Luft gejagt wird. Ich wäre fast gesehen worden. Deswegen gucken wir mal, irgendwo eine Tribüne oder so. Okay, ich habe mich jetzt in den Backstage-Bereich verschlichen. Und zwar hier oben ist so eine geile Aussicht. Können wir uns das perfekt ansehen. Wo ist die Alte denn? Okay, die ist irgendwie Zweiter hinter diesem Lee. Also hinter dem gelben Auto. Müssen wir einfach nur warten, bis die hier ankommt. Guck mal, der Robert auch hier in der Nähe. Da kommt sie. 3, 2, 1. Next up, Robert. Digga, wie die Reifen glitschen.
Eieieiei. Wuhuhu. Das ist mal ein kritisch. No. Okay, na, Brudi? Willst du fallen? Nee, lass mal. Okay. Ich würde aber sagen, wir laden nochmal, aber da am Anfang eher. Und dann machen wir erstmal den Robert und dann will ich nochmal eine Quest für die Sierra machen. Weil das war jetzt ein bisschen lame für mich. Ja, man hat einen Crash gesehen, aber ich wollte ein bisschen mehr sehen. Also bis gleich. So, hier ist doch perfekt, wo wir geladen haben. Und gucken wir mal nach Quests. Ich glaube, genau, die habe ich sogar gar nicht gemacht. Turbo aufladen. Sieht doch auch nicht schlecht aus. Sieht zwar mehr aus wie was mit den Wagen. Doch, das schadet ja nicht. I understood from the briefing earlier that we're just supposed to grab him if something happens to it. No poking around the engine or anything like that. Enox is a genuine technical genius. He's really protective about his projects. Prefers to fix everything himself, apparently. Don't worry about grabbing him though. If anything goes awry, you'll see him down here as fast as lightning. Gotcha. Robert Knox has a race car on display in the expo building. The show staff is under strict instructions to summon him at any sign of malfunction. Apparently, Knox trusts no one to fix his car but him. Perhaps it's time to poke around under the hood, 47. They do say one should never mess with another man's wheels. Gut, der Robert, der hat schon, hat auf seine Messe hier seinen Rennwagen, was er vorstellen möchte. Und das ist ein bisschen beschädigt. Und deswegen können wir hier wahrscheinlich das auch reparieren. Boah, ja, mal einen Schraubendreher. Ich könnte mich sogar hier reinsetzen. Das ist aber unerlaubt. Ich wollte mir nur mal hinsetzen. Digga, wie cool das aussieht. Ja, ich gehe doch schon weg. Kein Grund, Panik zu haben. Hey, kein Grund, Panik zu haben. Ich wollte nur mal gucken, ob da alles in Ordnung ist, okay? Ja? Gut, haben wir alles geregelt. So, Schraubendreher, haben wir reichlich mehr. Ja, Schraubendreher, haben wir reichlich. Octane booster, huh? What is that stuff, any? I think some of the teams are. Hey Leute, ich glaube, es ist Zeit wieder für mein Edit. Wir machen mal da eine Dose hin. Und dann kommt der eine. Und dann machen wir wieder ein schönes Edit daraus. So. Alles bereit und wir können weitermachen mit der Story. Deswegen gehen wir mal hier rauf. Ey, keine Fotos hier. Fotoerlaubnis ist nicht erstattet. Oktanbooster gießen. Mir fehlt noch was. Warte. Hat irgendjemand einen Oktanbooster gefunden? Scheiße. Oh, warte mal. Ist das hier ein Oktanbooster? Ah, da ist er ja direkt. Guck mal, brauche ich nicht großartig suchen, ist direkt dort. Better Call Knox. Ja. Better Call Saul. Das riecht gut. Ich habe kurz ein bisschen Oktan da reingekippt. Alles super. Macht das Auto besser. Gut, dann warten wir auf den Mox. Wie er rennt, Alter. Der muss ja ganz erfreut sein, dass sein Wagen wieder geht. Jetzt aber schnell. Robert, alles super hier mit dem Wagen. Ja, es ist geil. Sie können mal gucken. Sehen Sie den geilen Motor? Ja, setzen Sie sich extra nochmal hin. Ja, warte. So, hab angemacht. Okay, warte, nochmal. Ah, immer noch nicht. Gut, alle guten Dinge sind drei, so.
Ja, das waren die goldenen drei, die wohl das Auto wieder am Laufen gebracht hat und den guten Robert zum Sprengen gebracht hat. Ja, okay, ich gehe doch schon. Jetzt will ich nochmal die Sierra anders killen. Say she's got a bad case of intermittent explosive disorder. Or Dr. Sorensen. First he almost loses a patient to a seemingly harmless case of dehydration. Now he has to deal with this guy suffering from urinary retention. Not his day. Let's just hope he doesn't somehow screw up the revitalization procedure on Miss Knox. I know it's just a simple injection, but given his track record these past few days... Well, at least we know who's buying us beer tonight. Ja. Aber der Text wurde jetzt einfach nicht vorgelesen, okay. Für Sierra Knox wurde eine intervenöse Revaliationsbehandlung im Notfallbereich eingeplant. Interessant, 47. So, es erscheint, als würde Sierra Knox auch bei diesen ganzen Revaliationsbahnen mitmachen. Für sie ist eine Art Infektion vorgesehen. Der Arzt, der sie behandeln soll, ist mit einem Patienten beschäftigt, der nicht urinieren kann. Eine kuriose Lage, 47. Vielleicht können sie etwas nachhelfen. Seven, the race is over. Sierra will be coming off the track. Okay, das Rennen ist gerade vorbei. So, it seems Sierra Knox has jumped on the revitalization bandwagon and is scheduled for an injection of some sort. The doctor who is supposed to help her with the procedure is preoccupied with a patient who is unable to urinate. Mal kurz. Maybe you can speed things up. So, Mr. Durant, any luck yet? Okay, da habe ich mich kurz als Medic verkleidet und mir so eine tödliche Spritze mitnehmen. Ich weiß nicht, warum hier eine tödliche Spritze hier überhaupt ist, aber gut, das frage ich mich hier bei dem Spiel auch nicht. Ich meine, eine Arztpraxis mit einer tödlichen Spritze macht Sinn. As long as it's in hand. Oh, Doctor! Oh, I'm so happy to see you. I'm guessing you're here to replace Dr. Sorensen. Ja. Paging Miss Knox. Paging Miss Sierra Knox. The doctor will see you now. Oh, Doctor! Ärztliche Untersuchung sofort! Jetzt aber hin. I forget your name, sorry? Dr. Reaper. Oh, yes, of course. Well, whenever you're ready, you can page Miss Knox. I know she's very eager to get her vitamin boost. I'll prepare for her arrival. Vitamin boost? Hello. Okay. Miss Knox, I'm ready for you. Let's do this. So, kommen Sie mal mit hier. Also, nach dem Rennen immer ärztliche Untersuchung. Ist egal, welches Rennen, ob sie jetzt einen Unfall hatten oder was weiß ich. Sie brauchen immer eine ärztliche Untersuchung. Das ist übrigens wirklich in Motorsport so, nach einem Rennen oder generell irgendwas mit Motorsport zu tun, gibt es eine ärztliche Untersuchung. Genau. Wird nur eine kleine Spritze sein. Hemlock, Belladonna, Aconite. It's designed to be fast. Ugh, please go away. I like that. You're so so, ich mache hier kurz noch ein bisschen Myrofin rein. Wird nichts Böses sein. Just relax. It'll be over soon. Ja, ja, alles gut. Wird schon nicht schlimmer sein. So, genießen Sie es. Nur ein kleiner Schmerz kurz. Ach so, muss ich da noch was machen? Hey, nee. Doc, hope we don't need you today, huh? Ja, shut up. Ja. Spüren Sie schon? Hey, you know what? I do feel refreshed. Ah, das ist doch toll. My pleasure, Miss Knox. Warte, warte. Sie wird gleich umkippen. I don't feel... Hä? Du hast mir angelogen. Don't worry. It'll be over soon, Miss Knox. Ja, es wird doch gleich vorbei sein. Both targets down. Dr. 47. Head for an exit and we'll speak again soon. Ich war nicht schuld. Hallo, ich habe die Medizin nicht erfunden.
So, hau ich hier mit dem Krankenhauswagen weg. Krankenwagen, meine Güte. Ein Ende! Laufen! Geil! Berlin. Shanghai. Montreal. We're bleeding operatives. Panic is spreading, and now we are axing our own? Knox was a traitor. He would have caused incalculable damage. And he won't be the last. This is exactly what the enemy wants. We need to fight the sickness, not the symptom. And I have just the tool for the job. Right. The Burnwood woman. Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader. I can handle Miss Burnwood. Everyone hates power until you offer them some. You ought to know. ICA speaks the enemy's language. We need them. And once we don't? We'll cross that bridge when we get there. Fact remains, we are shadow boxing. We need to know who we are up against. I was getting to that. His name is Lucas Gray, the late Mr. Cobb's head of security. Cobb was ground zero, first of our operatives to die. It had to be one of his staff, someone with military training and access to the plane. Grasping at straws. Gray is a mercenary. A veteran of every backwater tragedy you've ever ignored on the 5 o'clock news. Chechnya, Sierra Leone, the list goes on. But before 89, nothing. No records of any kind. Now, come on. CIA, KGB, plenty of spies went dark. After the curtain was lifted, I cast a very wide net. Lucas Gray simply does not exist. If you're all quite done wetting yourselves with excitement, I couldn't give two shits where he came from. I only want to know one thing. How does he know about us? I swear to God, this Hearts and Flowers crap will get us both killed. Can't you see? Your so-called friend is working for them now. He's not the man you knew. This is his fight too, Olivia. Even if he doesn't realize it. Like it or not, 47 is our last and only lead on the partners. He needs to remember. He's coming for us. And unlike you, he won't hesitate. Just get me inside. Rika, I need a favor. Ist derjenige, dieser Lucas Square anscheinend derjenige, der alle Fäden zieht, damit wir unsere Mission machen können? Und dann führt er uns wahrscheinlich zu ihm. Unser Kindergartenfreund. Aha. Jetzt, das war's dann mal wieder mit Hitman. Und beim nächsten Mal geht's nach Kolumbien, Santa Fortuna. Ich hoffe, ihr hattet gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.